Das Leben und das traurige Ende von Werner Finck. Werner Finck wurde im preußisch-schlesischen Görlitz als Sohn eines Apothekers geboren, besuchte eine Kunstschule in Dresden und begann in den 1920er Jahren seine Karriere als reisender Märchenerzähler. Er nahm Schauspielunterricht und begann eine mittelmäßige Theatertätigkeit, wo er sein Debüt im Schlesisch-Ken Bunzlau gab. Allerdings stellte sich heraus, dass er komische Knochen hatte und als er einen Freund traf, der Kontakte in die Berliner Kabarettszene hatte, fand er seine wahre Berufung. Zusammen mit Künstlern wie Hans Nepel, Rudolf Platte und Robert A. Stemmle gründete er 1929 mit einigen Freunden das Kabarett Die Katakombe. Er weist sich als ein früher Dorn im Auge. Finck hatte die Fähigkeit, scheinbar sprachlos zu sein, wenn er etwas sagte, und das Publikum, das mitspielte, beendete seine Sätze. Er widersetzte sich oft der Autorität, indem er Gestapo-Informanten im Publikum herausforderte, jedes Wort aufzuschreiben, das er sagte. Eine Anekdote zufolge konfrontierte Finck einmal einen Offizier mit scheinbarer Unschuld und fragte, rede ich zu schnell? Können Sie mir folgen oder soll ich Ihnen folgen? 1935 wurde er verhaftet und in das KZ Esterwegen gebracht, wo er unter anderem Karl von Ossietzky und Julius Leber traf. Am 1. Juli 1935 wurden wir auf Befehl von Göring, der damit offensichtlich Goebbels auslöschen wollte, von einem Tag auf den anderen aus dem Konzentrationslager entlassen. Er wurde ein Jahr lang von der Arbeit ausgeschlossen. Für die Olympischen Spiele 1936 schrieb er jedoch erneut eine Kolumne voller Wortspiele für das Berliner Tageblatt. In der letzten Ausgabe, am 16. August 1936, war über die Leistungen von Jesse Owens zu lesen, wie wird Leni alles aufgenommen haben. Und plötzlich sieht sie es negativ, wie positiv der Neger war. Im Negativen sind wir gerecht, ganz vorne, Meter voraus läuft der Weiße, hinten kommen die Schwarzen. Ab 1937 dürfte er wieder im Kabarett der Komödianten auftreten, dessen Regisseur Willi Schäffers jedoch 1939 Goebbels persönlich erklären musste, dass er keine politischen Witze verwenden werde, um das Theater am Laufen zu halten. Am 31. Januar 1939 wurde Finck aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen. Um einer erneuten Verhaftung zu entgehen, meldete er sich 1939 freiwillig zum Militärdienst und ließ sich zum Funker ausbilden. Als Soldat der 23. Infanteriedivision war er in Frankreich, der Sowjetunion und Italien und erhielt das Eiserne Kreuz II von gefrorenem Fleisch. Werner Finck genoss als Soldat den Schutz von regimekritischen Offizieren, die die von Goebbels gewünschte Entlassung aus der Wehrmacht und die Versetzung zur Gestapo verhinderten, und trat in Unterhaltungsprogrammen als Chef der italienischen Frontbühne zur Betreuung der Truppen auf. 1945 wurde er von den Vereinigten Staaten gefangen genommen. Er gründete die Zeitschrift Die Fieberkurve für verletzte deutsche Kriegsgefangene und trat vor Kriegsgefangenen im Lager Aigling in Oberbayern auf. Von 1945 bis 1949 gab er zusammen mit Hans Beyer in Stuttgart das Wespennest heraus, die erste deutsche Satirezeitschrift nach dem Zweiten Weltkrieg. 1946 trat Werner Finck im Schmunzelkolleg, München, auf und gründete die Schmunzelpartei. Er gründete und leitete die Kabaretts Nebelhorn in Zürich, 1947, und Mausefalle in Stuttgart, 1948. Wo er erstmals seine Erinnerungen in ein Programm einbrachte, Kritik der reinen Unvernunft. 1950 gründete sich in der Berliner Taberna Academica die radikale Zentrumspartei mit Parolen wie gegen Kompromisslosigkeit, für die Bewaffnung der Toleranz, einer Sicherheitsnadel als Parteiabzeichen und einer weißen Tischdecke als Fahne gegen den Ernst der Zeit. Adenauer, der deutschen Nachkriegspolitik. 1962 wurde er ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. 1964 folgte Finks Programm Coupe vis Contradiction in der Münchner Lach- und Schützengesellschaft. In zahlreichen Spielfilmen spielte er Nebenrollen.
1972, 6 Jahre vor seinem Tod, veröffentlichte er seine Autobiografie Old Fool But Now. Im selben Jahr trat er in der Rolle des Gregor in Rainer Werner Fassbinders fünfteiliger Familienserie 8 Stunden sind kein Tag auf. Leider. Am 31. Juli 1978 starb Werner Fink im Alter von 76 Jahren an einer nicht übertragbaren Krankheit, wo er auf dem Waldfriedhof begraben liegt. Die Inschrift auf seinem Grabstein lautet: Du bist noch hier und ich bin gestorben, bald bist du da, wo ich heute bin.